liberale Aussage, wie wir mit den Möglichkeiten, die dieser epochale Wandel mit sich bringt, umgehen wollen, wie wir die Zukunft gestalten können. Es muss jedem klar sein, ich habe es jetzt, glaube ich, in meinen ersten drei Sätzen 7-mal gesagt, wir befinden uns in einem epochalen Wandel, den man vielleicht mit der Erfindung des Buchdrucks oder der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert vergleichen kann. Die Digitalisierung ist in aller Munde und es muss jedem klar sein, wir können diesen Wandel nicht aufhalten, auch wenn wir es wollen. Deswegen müssen wir ihn gestalten. Und genau das passiert zurzeit nicht. Der Wandel muss gestaltet werden, sonst produzieren wir, sonst gehen wir das Risiko ein, dass mehr Menschen zum Verlierer dieses Wandels werden, als Menschen die Chancen nutzen. Und das kann die FDP nicht hinnehmen, das können wir nicht dulden, dass durch Nichthandeln, dass durch politisches Versagen, durch Zaudern dieser Wandel nicht gestaltet wird und wir deshalb unseren Wohlstand, unsere Innovationskraft und die Zukunft der Menschen aufs Spiel setzen. Statt diesen Wandel zu gestalten, reguliert Berlin mit Hilfe der CSU. Und das muss jedem klar sein, die CSU, auch wenn sie immer rumjammert, die blöde Merkel, die blöde Nahles. Die CSU ist in der Regierung, stellt Minister und damit ist die CSU auch ein Problem der Regierung und ein Problem Deutschlands. Es wird nicht gehandelt. Statt eine Innovationskultur zu schaffen, statt einen Gründerboom auszulösen, regulieren wir lieber das Licht in den Abstellkammern. Statt die Menschen zu befähigen, statt auf Fortbildung zu setzen, auf Bildung zu setzen, statt das Arbeitsrecht zu flexibilisieren, damit wir die Chancen auch bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf nutzen können, damit wir den Menschen die Möglichkeit geben können, sich in dieser neuen Welt auch weiterzuentwickeln. Statt das zu tun, regulieren wir, und das ist kein Witz, regulieren wir den Öffnungsdurchmesser der Papierkörbe im Büro. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir waren bei der Handwerkskammer, die hatten Papierkörbe, die waren stylisch, aber hatten eine zu kleine Öffnung. Da kam die Berufsgenossenschaft und hat ihnen gesagt, sie müssen die Papierkörbe austauschen. Das ist eine Bankrotterklärung für Deutschland und für Bayern. Wir haben so viele wichtige Themen, das müssen wir angehen. Wir als FDP sehen, dass die Gesellschaft vor Herausforderungen steht, die, wenn wir jetzt nicht reagieren, zu wirklichen Risiken werden. Die Digitalisierung, aber auch in der Bildung. Bayern feiert sich ab, dass es besser als das Saarland, Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern ist. Das ist aber der falsche Maßstab. Im internationalen Vergleich fallen wir in der Bildungsleistungsfähigkeit zurück. Wenn wir das nicht beheben, wird das zu einem richtigen Risiko für unseren Wohlstand. Die Infrastruktur, schnelles Internet, da hört man immer nur bla bla bla. Oder wie es Christian Lindner gesagt hat, wir brauchen schnelles Internet. Und nachdem ich durch Schlagloch gefahren bin, fahre ich ins Funkloch rein. So ist eine Infrastruktur nicht zukunftsfähig und das können wir auch nicht akzeptieren. Oder nehmen wir die Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland rutscht messbar ab in der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Maßstab. Das Gleiche mit der Innovationskraft. Deutschland rutscht ab in der Innovationskraft im weltweiten Vergleich. Wer nicht wettbewerbsfähig ist, wer sich nicht neu erfinden kann, wer heute nicht die Weichen für die Zukunft stellt, der spielt nicht mehr mit, der setzt den erarbeiteten Wohlstand auf dem Spiel und das können wir nicht dulden. Deswegen sagen wir auch in diesem Leitantrag, wir wollen die Menschen stark machen. Wir wollen Chancen für alle schaffen. Wir können es nicht akzeptieren, dass nicht gestaltet wird, weil wir sind uns einig oder wir waren uns einig im letzten Landesparteitag. Wir wissen, dass das Beste vor uns liegt, wenn wir die Zukunft gestalten. Und diese Zukunft müssen wir heute gestalten, sonst wird sie Vergangenheit, bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Deswegen, wir formulieren es in dem Leitantrag,
Wir müssen in Bayern einen neuen Gründerboom auslösen. Die Arbeitsplätze von morgen werden auch in Unternehmen geschaffen, die heute gegründet werden. Die Technologien und die Standards von morgen werden auch in Unternehmen geschaffen, die heute gegründet werden. Die Anzahl der Neugründungen ist auf dem niedrigsten Stand seit nach dem Krieg. Das ist eine große Gefahr für unsere Gesellschaft. Die fünf größten Unternehmen der Welt, IBM, Google, Apple, Facebook und Nummer 5, sind alle jünger als 20 Jahre. Wenn es uns nicht gelingt, auch in Bayern und Deutschland einen Gründerboom auszulösen, ist das so gut wie sicher, dass wir in 20 Jahren mit BMW, Mercedes und Co. kein einziges Unternehmen mehr haben, das in der Weltspitze mitspielt. Deswegen müssen wir einen Gründerboom auslösen. Wir stehen technologisch auch vor komplett neuen Herausforderungen. Die Digitalisierung macht sehr viel möglich. Autonomes Fahren, Big-Data-Anwendungen, übrigens auch die Frage in der Gentechnik, in der Chemie, alles solche Bereiche oder in der Energiewirtschaft. Wir müssen Technologie offen denken, wir müssen Technologie fördern und insbesondere die Theorie und die Praxis, den Technologietransfer und den Wissenstransfer stärken. Deswegen brauchen wir nach dem Gründerboom auch einen Boom der Technologie der Zukunft. Ich hatte es schon erwähnt, ohne Infrastruktur funktioniert gar nichts. Und zur Infrastruktur gehört nicht nur Straße und Strom. Zur Infrastruktur gehört schnelles Internet und flächendeckendes Mobilfunknetz. Und Infrastruktur ist Staatsaufgabe. Und solange das nicht erkannt wird, solange da nicht die Voraussetzungen geschaffen werden, dass unsere Wirtschaft, dass die neu gegründeten Unternehmen, dass aber auch wir Menschen auf so eine Infrastruktur zurückgreifen können, solange müssen wir immer wieder nachbohren und sagen, das geht so nicht weiter. Wie wir uns das vorstellen, haben wir in dem Antrag festgelegt. Weltbeste Bildung. Es geht nicht ohne. Ihr kennt es eigentlich zu Genüge. Ich muss es gar nicht erwähnen. Die Bildung von heute ist der Wohlstand von morgen. Wir haben im Bildungssystem unheimlich viel Aufgaben zu lösen. Zum einen natürlich auch hier wieder die Digitalisierung. Die Kreidezeit in den Klassenzimmern muss enden. Der Umgang mit digitalen Medien, der Umgang in der digitalen Welt muss zu einer weiteren Kulturtechnik werden. Lesen, Schreiben, Rechnen als Grundlage ergänzt um die Kulturtechnik Umgang mit den digitalen Medien. Das impliziert natürlich, dass wir an die Lehrerausbildung heran müssen. Lehrer müssen befähigt werden, uns diese Kulturtechnik beizubringen. Wir müssen an die Ausrüstung in den Schulen ran. Wir brauchen, um in das digitale Zeitalter voranzuschreiten, auch digitale Klassenzimmer. Und nicht zuletzt, wir müssen, ich weiß, wir haben das schon wirklich öfters erwähnt, aber dieser Leitantrag ist auch eine Zusammenstellung von den wichtigsten Punkten in jedem Bereich. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kinder die bestmögliche Bildung bekommen. Und dafür brauchen wir die eigenverantwortliche Schule. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir ebenfalls in dem Antrag sind Punkte, mit denen wir die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt fit machen für die nächste Generation, fit machen für die Flexibilisierung, die wir heute brauchen. Wir wissen, dass wir die Flexibilität und das Individuelle in jedem einzelnen Lebensentwurf der Menschen zusammenbringen müssen mit einem neuen Sicherheitsaspekt. Wandel schafft Unsicherheiten. Und wenn wir diese Unsicherheit nicht begegnen, dann stellen wir uns selber gegen diesen Wandel. Deswegen lasst uns eine Flexibilität im Arbeitsrecht einräumen. Ihr kennt das, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsplatz, und gleichzeitig über das Bürgergeld oder gleichzeitig mit dem Bürgergeld verknüpfen zu einem neuen Sicherheitsgedanken. Das wären heute für Wirtschaft und Arbeitsmarktpolitik die wichtigen Weichenstellungen. Und dann natürlich, sagen wir mal, die Digitalisierung itself. Ich habe es schon erwähnt, wir müssen verhindern, dass durch diesen epochalen Wandel ein Spalt durch die Gesellschaft gibt.
geht, dass wir Verlierer auf der einen Seite und Gewinner auf der anderen Seite haben. Deswegen ist es unerlässlich, dass wir massiv auf Weiterbildung setzen, massiv auf Fortbildung setzen, dass wir die Menschen stark machen, dass auch jeder von diesem Wandel profitieren kann. Und auch im Rahmen der Digitalisierung. Wir sind die Datenschutzpartei. Am Datenschutz führt kein Weg vorbei. Und ich bin nicht bereit, dieses Bürgerrecht zu opfern für Technologieglaube. Was wir machen müssen, ist den Datenschutz kombinieren mit einem starken Datenrecht. Es entscheidet der Nutzer über seine Daten und er räumt auch das Recht ein, wie damit umgegangen wird. Ich will gar nicht weiter ins Detail gehen, weil wir wollen Zukunft gestalten. Und heute legen wir das Konzept fest, mit dem wir im September, oder wir legen heute die Zukunft fest, die wir gestalten wollen. Wir legen fest, wie wir die Versäumnisse in der bayerischen Staatsregierung und in der Bundesregierung aufräumen werden. Wir legen heute fest, welchen Arbeitsauftrag wir umsetzen werden, wenn wir wieder in den Parlamenten sind. Ich freue mich auf eine sehr lebhafte Debatte.